Hallo, ich grüße dich. Vielleicht hast du auch mitbekommen, dass die Regierung es erlaubt hat, ab dem 28. Mai wieder Gottesdienste durchführen zu können. Wir haben uns das als Vorstand genau angeschaut, auch mit den Auflagen, die es dazu gibt, und haben festgestellt, das macht für uns so keinen Sinn. Und das möchte ich euch gerne begründen. Das eine ist, dass wir eine große Abstandsregelung einhalten müssen, 2 Meter zwischen den Stühlen, und das würde in etwa so aussehen. Da liegt ein Metermaß auf dem Boden und da sind die Stühle. So groß muss der Abstand zwischen den Stühlen sein und wir kriegen gar nicht riesig viel Stühle in dieser Form hier rein, um auf eine gute Art und Weise und auch gesetzeskonforme Art und Weise Gottesdienst feiern zu können. Das andere ist, das untersagt ist, Lieder zu singen. Die Band darf spielen, aber der Rest darf nur summen und das ist nicht die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Wir lieben Jesus, wir singen ihm Lieder, das gehört zu unseren Gottesdiensten dazu. Und das ist nicht möglich aufgrund der Tröpfchenansteckungsgefahr. Und wir haben gesagt, das macht für uns keinen Sinn. Auch der Riesenaufwand, der betrieben werden muss, um alles vorher und nachher zu reinigen, auch die Stühle. Und deshalb haben wir gesagt, wir setzen weiterhin auf einen Livestream. Und wir laden dich ein, Sonntag dabei wieder zu sein und zu Hause mitzuerleben, dass Gott derselbe ist, der in deinem Wohnzimmer wirken kann, aber auch hier. Natürlich freuen wir uns, wenn es wieder möglich ist, zusammenzukommen. Aber wir suchen weiterhin nach kreativen Möglichkeiten, wie wir als Gemeinde unterwegs sein können. Was das genau heißt, da werden wir dich informieren über Telegram, über Newsletter oder über die Homepage. Aber wir stellen fest, es macht mehr Sinn zurzeit, diesen Weg vom Livestream zu wählen, als hier in den Räumlichkeiten zu treffen.